Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratute, beim Clan Bettaste. Ja, ich habe es ja gestern schon angekündigt. Wir haben gegen den besten Clan Deutschlands hier einen Clankrieg führen dürfen und den Schnipsel haben wir zumindest auf der Homepage gefunden, der Ü18-Veteran. Und wir gucken auch sofort rein in den CK, denn wir spielen schon wieder gegen einen deutschen Clan. Also erstmal gehen natürlich Grüße raus an die Ü18-Veteranen. Sie haben aber leider verloren. Wir haben gegen den stärksten Clan Deutschlands 60 Sterne gemacht, also Vollhaus, 100%. Das ist natürlich wirklich, wirklich nice. Und das wollte ich euch auch heute nicht vorenthalten. Trotzdem hat der Gegner-Clan gut gekämpft. Das ist gar keine Frage. Hier im Elferbereich wurden allerdings ein paar Sterne gelassen, nämlich genau 5 Stück. Das seht ihr hier auch. Und die haben wir hier komplett kompensiert. Ich habe mir versucht, so eine gesunde Mischung hier rauszusuchen, denn ja klar, ich kann natürlich jetzt nicht 20 Angriffe zeigen, deswegen habe ich mir so ein paar rausgepickt hier und wir fangen hier unten an mit einem Angriff von Mini-Rache X3 auf die Nummer 19, also 17 auf 19 auf Störte und ich habe mir den Angriff mal rausgesucht, weil so habe ich den in der Form noch nicht gesehen. Ich habe den mal versucht nachzustellen, beziehungsweise auch die Army mal mit meinen R9er zu nehmen. Gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Denn erstmal einen Queenwalk hier hinzulegen, ich meine, die Base ist ja natürlich jetzt nicht so ultra stark. Und wir sehen hier auch, dass wir hier schon Max-Truppen haben, zumindest für den R9-Bereich. Natürlich nicht Max-Helden. Und 19er Queenwalk ist sicherlich auch sportlich, aber kann man natürlich machen. Hexe in der Clanburg des Gegners und ich glaube, da kam dann auch noch ein Drache raus oder ein Mini-Drache, also ein Baby-Drache und ein paar andere Truppen. Ich gehe mal ein bisschen näher rein. So ein Queenwalk, der zieht sich natürlich auch ein bisschen hin, also wird die Folge auch wieder ja, so ein kleines bisschen länger. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch, aber ich will es nicht vergessen, denn wenn wir schon mal ein 60er, also ein 100% CK spielen, dann ist das sicherlich auch eines Zeigens wert. Und wir haben hier halt in den Bereichen 9, 10, 11 wirklich alles geholt, was zu holen war. Und haben, denke ich auch mal, relativ deutlich dann gewonnen. Aber es gibt hier doch immer mal wieder so ein paar Taktiken, die sind so ein bisschen komisch hier. So wie diese hier, das ist ja eher so ein Queenwalk mit Laloon dann im Backend. Und das kann man aber gegen so eine Base ganz gut machen, wenn man mal berechnet, wie stark sind eigentlich die Feger. Fegen die jetzt meine Ballons sehr, sehr stark weg oder sind sie doch nicht ganz maxed? Also richtig max ist in dieser Base natürlich nichts, außer die Tesla und vielleicht die Kanonen und Bogenschützentürme. Aber schön gemacht hier. Der Angriff hier von Nummer... Oh, jetzt habe ich auf Pause gedrückt. Ich wollte so ein bisschen schneller spulen, dass wir hier zumindest das reinbekommen, was ich mir geplant habe. Also seht's mir nicht nach oder seid mir nicht böse, wenn ich jetzt gerade eure Angriffe nicht zeige aus dem Clan. Ich muss immer selber einen gesunden Mix finden und sage mir dann natürlich, ja, der war ja auch schön und ja, der war ja auch schön. Aber wie gesagt, ich kann nicht alles in den Folgen zeigen. Dann würden die sich ewig hinziehen und ihr würdet dann irgendwann mal ausmachen, weil wir dann nur noch CK sehen. Aber wir haben hier die Nummer 15 auf die 15, also 15-15, Lore auf Jurzen von den U18-Veteranen und das sieht nach einem Gohawk aus hier, aber ja, wie kann man eigentlich einen Gohawk machen? So ein bisschen Erklärung kann ich dazu ja mal ein bisschen liefern, weil ich sie natürlich auch immer mal wieder mithöre bei uns im Discord. Also hier nehmen wir immer ein, ja, wie sagt man, ein sogenanntes großes Killsquad mit 2 Golem, die hier richtig stark erstmal den Funnel mitmachen, King und Queen mit rein, möglichst wenig Magier und ihr seht das auch schon hier, sehr, sehr viele Hogs. Bola jetzt mit aus der Clanburg, die gehen jetzt auch, boah, einer meint, er müsste außen rumgehen. 4 meinen immerhin, wir gehen mal mittig mit rein und ihr werdet sicherlich bemerken, hier wird mit Wutzaubern dann gearbeitet, also nicht unbedingt mit einem Sprung, denn ja, durch die Mauer hier bis in den Chor kommt man eigentlich ganz gut rein und jetzt werden hier schon von links die Hogs so ein bisschen Surgical reingesetzt, sodass sie nicht jetzt unbedingt alle in die Riesenbomben oder in die Bomben oder in die Fallen tappen, sondern immer nur so ein paar. Und ja, das erste
Das erste Stück ist hier schon mal weg und noch keine einzige Bombe ausgelöst. Ich meine, die Golems haben hier unten natürlich im ersten Stück schon welche ausgelöst. Da sind jetzt die zweiten Riesenbomben gewesen und dann ist es das eigentlich gewesen. Und hier ist ja, Flächenschaden ist raus, nur noch punktueller Schaden. Und für die Hogs ist das natürlich super, eingefundenes Fressen hier nur noch jetzt Punktschaden zu haben, auch wenn er recht stark ist. Kein Held ist mehr am Leben, ein Heilzauber sogar noch über. Und dementsprechend räumen hier natürlich die Hogs jetzt das Feld richtig fix auf. Also Zeit war hier massiv, kann man nicht anders so sagen. Und schön gemacht hier von Law auf die Nummer 15. Luftbombe noch und dann war's das. Okay, wir gehen so ein bisschen weiter nach oben. Wen hatte ich mir rausgesucht? Ich hatte mir diese Base hier rausgesucht, Palm Beach. Also Nummer 7 auf Nummer 12, ein Rathaus 10 auf eine 9, ein halber Base, so benennt man sie ja nach wie vor. Also wir haben natürlich so ein paar Engineers-Accounts bei uns und der Gegner hatte auch ein paar Engineers-Accounts, vielleicht ein bisschen zu viele für unsere Meute, denn wir rechnen immer sehr, sehr gerne zu Anfang oder wir schauen natürlich immer sehr, sehr gerne zu Anfang über die Bases rüber und sehen dann, wir 5 Adler, der Gegner nur 2 Adler. Und das sind schon so die kleinen, aber feinen Vorteile. Ich meine, wenn du ein guter Angreifer bist als Engineered Base, dann nimmst du die 3 in Kauf, weil du auch bei deinem Gegner irgendwo 3 Sterne machst. Und von daher ist das durchaus in Ordnung. Aber ich denke mal, hier war es dann doch so ein bisschen zu viel des Guten gegen den. Das dürft ihr mir auch nicht krumm nehmen, ihr Ü18-Veteran, besten Clans Deutschland vielleicht, ist der Satz auch noch aus dem Jahr 2016, also 2018 sieht das Ganze hier schon ein bisschen anders aus. Das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass sich hier stark entwickelt wurde und jetzt geht es hier mit Hogs rein. Also das Killscore war jetzt so ein bisschen suboptimal, aber ihr seht das hier, die 6er Hogs hier auch Surgical reingesetzt in die Base hier. Die regeln das Ganze jetzt hier mit den Heilzaubern unterstützt. Also die waren wirklich, wirklich gut geworfen hier. Cleanup auch schön, auch daran gedacht. Ist immer mal wieder so, dann hast du irgendwann zu wenig Truppen oder hast nur noch einen Hock über, der muss dann die ganze Base reißen und dann hast du irgendwo ein Zeitproblem. Aber die sind hier zwar jetzt zusammen, da werden jetzt auch noch ein paar draufgehen, gar keine Frage. Da fliegen schon die ersten weg. Und die Kanone bleibt erstmal über, da kümmert sich erstmal keiner rum. Macht aber nichts, denn hier außen haben wir schon so ein paar Lakaien. Also die Kanone ist in jedem Fall dran, entweder von den Hogridern oder von den Lakaien, die außen noch sind. Aber hier sind es jetzt auch noch die vielen Hogrider, die das Ganze reißen. Und Skelettzauber nochmal am Ende, Skelettzauber, Giftzauber auf die Skelette nochmal am Ende genommen. Schön gemacht hier, denke ich mal. Ein schöner Go-Hock auf diese Base hier. Queen ist noch am Leben. Kann sogar noch gezündet werden. Ja, jetzt ist die letzte Kanone auch Essig hier. Und dann waren das hier auch an der Stelle schöne, richtig schöne 3 Sterne. Wir haben hier wirklich auch viele, viele knappe Kämpfe erlebt. Ich zeige auch einen, komischerweise nicht, wo Skelette in den letzten Sekunden, sage ich mal, doch noch ein Inferno reißen. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht zeige. Vielleicht, weil ich ihn live gesehen habe und live einfach für mich im Kopf behalten möchte. Kann auch sein. Aber ich möchte natürlich auch nicht immer die gleichen Leute hier zeigen. Gar keine Frage. Hier kommt jeder mal dran. Jeder macht hier coole Angriffe. Und dieses Mal kann ich euch einfach nur 3er zeigen. Weil es keinen 2er und auch keinen 1-Sterner gab. Die gab es natürlich. Aber sie wurden halt kompensiert. Wie die kompensiert wurden, zeige ich euch dann am Ende. Und ist natürlich ein bisschen witzig, wenn du irgendwo auf eine Base 99% holst und dann doch noch versuchst, mit aller Kraft noch einen Stern aus dieser Base rauszuholen. Auch wenn du eigentlich siehst, boah, die ist heftig. Die ist wirklich, wirklich heftig. Und aber hier der Bruce auf die Nummer 9 auf EZM. Erstmal mit einem Queenwalk vorweg. Also auch hier sind natürlich schon Max-Truppen außer Helden im Spiel, also 50er Queen, 20er Warden und 46er King. Das ist aber auch schon eine richtig starke Nummer und auch hier sehen wir so ein Stück Luftangriff, ist auch nicht super üblich im RH11-Bereich.
sondern eher so ein bisschen was mit Erde. Aber diese Bases hier oben hatten auch keinen Adler. Und ihr seht das auch selber, hier gibt es auch kein Inferno. Ich meine, der Inferno wird sowieso überbewertet, weggeheilt, wie auch immer. Und deswegen kann es natürlich durch so eine Base auch mal richtig schön mit den Lufttruppen hier durchgehen. Alle drei Hunde da hinten auf die letzte Luftabwehr. Und ja, endlich platzen da zwei. Dann hat man hier nämlich richtig viele kleine Lakaienwelpen in der Base. Jetzt erst im Warden gezündet. Das heißt also, die waren alle komplett einmal immun gegen den Schaden. Ja, und dann ist das hier oben auch ein starker Angriff gewesen mit Lufttruppen gegen diese, ja, Engineered Base. Ja, ich weiß nicht. Mal bringt's was, mal bringt's nichts. Das ist immer auch immer unterschiedlich. Mal packen wir solche Bases auch im ersten Wurf. Mal packen wir sie erst im zweiten, dritten Wurf. Je nachdem, wie man die ersten oder die vorherigen Kämpfer auswertet. Das machen wir hier eigentlich immer ganz gut. Dass wir relativ lange dann auf eine Base gucken, wo wir nur ein oder zwei Sterne schaffen. Was ist da nicht richtig gelaufen? Und versuchen das dann so ein bisschen umzusetzen. Also das, was man dann beim ersten Angriff nicht ganz richtig gemacht hat, weil falsch machen gibt es hier nicht. So muss ich es auch mal sagen. Und dann macht man die Base halt etwas besser. So, wir waren bei 9. Ich habe mir die 4 rausgesucht. 4, 4, 4. Wo ist sie? Hier ist die 4 vom Chief, also vom Chef. Das ist ein Rathaus 11er ohne Adler. Ja, und ich hatte ja gesagt, der Gegner hatte leider oben nur 2 Adler, beziehungsweise 2 Rathaus 11er, die überhaupt eine Adler-Defense hatten. Und na, so ein Ich denke mal, das kann so ein ganz, ganz kleiner Vorteil sein. Und auch diese Base hier war sicherlich noch länger ganz anders engineert, denn wir sehen hier noch, das müssten Level 2 Inferno-Türme sein, die auch beide auf Single stehen. Und er kommt hier jetzt so durch diese Ecke hier mit dieser hammerharten Masse an Truppen hier durch die Mitte durch. Jetzt ist das natürlich ein Riesengewusel hier in der Mitte. Ich kann dem ja auch nicht immer folgen, was hier genau gerade abgeht. Aber der Single Inferno muss immer wieder aufladen. Ihr seht das hier. Und gegen die Masse an Bowlern und die Masse an Hexen. Er hatte, glaube ich, 2, 3, ich weiß gar nicht, ob es 2 oder 3 Sprungzauber waren. Zorn Not oder zu seiner Sicherheit hat er jetzt doch noch mal einmal den Freeze angesetzt, bevor der Single Inferno nämlich auf die Helden oder auf die starken Truppen geht. Das ist hier unten der Golem, Bowler, Warden ist da noch mit dabei. Außen gehen noch ein paar Hexen mit Bowlern und die Queen mit Heilung vor allen Dingen nochmal durch. Und das ist natürlich ein kleines Geschenk, wenn du hier nur noch bis zu 4, 5 Felder am Rand hast und dir geht so genau so eine Meute geht dir am Rand durch. Das ist super, kann man nicht anders sagen. Ich meine, es ist ja sogar noch richtig viel Defense auf 2 X-Bogen, Kanonen. 1, 2, 3, 4 Kanonen, noch ein Tesla und trotzdem gehen diese Truppen hier ganz easy peasy ihren Weg. Jetzt haben die Heiler mal kurz umgeschwenkt auf das, was geheilt werden muss, also Queen und Warden. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt gerade drauf sind, auf dem Skelett oder auf dem Barbaren, keine Ahnung. Ah ne, es wird der Warden wird hochgeheilt. Okay, der Warden hat ein bisschen Schaden gefangen, wird jetzt erstmal hochgeheilt und jetzt habt ihr gerade gesehen, haben die Heiler wieder schön auf die Queen geschwenkt. Also auch das funktioniert nach wie vor gut. Ich finde auch im Moment ist der Truppenmix hier, ist die Truppenbalance, haben wir schon länger nicht drüber gesprochen, bei Clash of Clans wirklich gut. Man kann alle Truppen gebrauchen, man kann wirklich alle Truppen auch einsetzen. Also es ist, ich kenne jetzt bei mir selber keine Truppe, wo ich sage, die nehme ich nie. Das gibt es einfach nicht. Selbst meine Bartstruppen benutze ich ja ab und zu mal. Päcker, Drachen, Lakaien, Loons. Du kannst ja wirklich im Moment alles irgendwo super nutzen, super in deine Angriffe integrieren. Und deswegen ist es natürlich hier gut, dass der Chef 3 Sterne auf den Mike WXX hier gemacht hat. Ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ja, Truppen gut. Und so weiter. Ja, 1 auf 1, beziehungsweise nicht 1 auf 1, sondern 5 auf 1. Diese Base hatte vom Chef nämlich 99% im ersten Angriff gemacht. Da wollte man Chef schon entlassen. Mensch, 99%, das geht ja gar nicht auf so eine Base hier. Ja, ist natürlich ein Scherz. Also starke Angriffe hier auf beiden Seiten. Auch von den Ü18-Veteranen haben wir hier gute Angriffe gesehen. Also nichtsdestotrotz, auch wenn
die hier jetzt verloren haben oder deutlich verloren haben, ist es nicht so, dass wir nicht gegen einen starken Clan gespielt haben. Also das will ich außer Frage stellen, denn ihr wisst selber, so ab, ich sag mal so, ab Level 8, 9, 10 Clan-Level, da werden die Gegner schwieriger. Das merkt man dann schon. Und das ist hier, das sieht zwar immer so nach so ein bisschen Spaziergang aus, hier, ja, wir machen mal eben den Elfer hier. Ist es aber nicht, denn die Base hier wurde, ja, nachdem sie auf 99% war, hat man natürlich überlegt, müssen wir die wirklich nochmal angreifen? Müssen wir wirklich den allerletzten Stern hier rauskitzeln? Ja, müssen wir. Und ist natürlich schön zu sehen hier, die. Jetzt guck mal, wie viel Feuer die Queen kriegt. Gegner Queen, Queen, 3x-Bogen, Kanone, ein Minenwerfer. Also die Queen hat hier jetzt mal gerade so richtig Stoff gekriegt. Und jetzt geht's hier mit Hox durch diese Base durch. Also den Rest sollen jetzt hier die Hog Rider auf Level 7 erledigen. Und das sieht ganz gut aus. Ich denke mal, jetzt den Heil schön an dem Inferno geworfen. Die Skellies, ja, die nerven jetzt, aber ja, die Bombentürme können dann auch mal ein bisschen gefährlich sein, denn auch darunter ist natürlich eine Bombe, eine immerhin. Und das sind ja Maxed-Out-Bombentürme hier. Und ich denke, die Bombe, ja, ich weiß gar nicht, ich müsste mal nachschauen, wie viel Schaden die denn macht am Ende. Ob die genauso viel Schaden macht wie mindestens eine Doppelbombe, dann kann es natürlich schon mal kritisch sein, wenn du da zwei zu machen hast. Aber hier die Infernos sind hin und dann geht's hier mit Cleanup, mit so ein paar Lakaien hier. Ja, die machen jetzt so ein paar Skelette erst, ein bisschen abgelenkt. Ein Lakai stirbt hier noch, entschuldigt bitte. Ich bin ein wenig verschnupft. Und dann ist das hier. Sind das hier auch 3 Sterne, also 5 auf die Nummer 1 mit 3 Sternen hier. Und schöner CK von beiden Seiten. Ich habe jetzt mal wieder eine CK-Folge gemacht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Ich muss das immer so ein bisschen natürlich aufnehmen, sonst läuft mir das davon. Irgendwann ist das aus der Chronik und dann hast du keinen Angriff auf diesen schönen beidseitigen CK gezeigt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Morgen geht's relativ normal weiter, ganz, ganz schlimm. Finde ich zumindest. Clan-Spiele gehen schon weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mir heute mehrmals auf die Stirn geschlagen. In 10 Stunden geht schon wieder rund. Mal sehen, was wir da zu machen haben. Mal sehen, wen wir pushen. Bis dahin. Euer Toto. Clasht.